noch gut erinnern, als Kind hier hochzukommen. Das war schon immer überwältigend. Ich hatte schon einige Rückschläge und ich glaube, das ist auch ziemlich normal im Leistungssport. Herzlich willkommen! 2026 bin ich 32, also glaube ich noch kein Biathlon-Oldie. Deswegen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall das Ziel am Horizont, auf das ich hinarbeite. So, jetzt sind wir hier in Frankenhain. Das ist mein Heimatverein. Hier hat meine Biathlon-Reise begonnen. Hier habe ich die ersten Berührungen mit Schnee gehabt, das erste Mal Skilaufen. Da wollte man immer stehen, nach dem Rennen. Und dann bin ich mit dem Fahrrad hier rüber gedüst. Meistens zu spät gewesen, deshalb hier Vollgas. Das ist eigentlich auch cool, das ist so eine größere Fläche. Da haben sie jetzt auch noch Basketballkörbe aufgestellt. Da haben wir früher immer Inliner-Hockey gespielt. Und das finde ich auch cool hier an dem Verein. Es wird nicht von Anfang an Wert auf Biathlon-Leistung gelegt, sondern auch koordinative Ausbildung und sowas. Das hilft dir dann auch später mal, neue Techniken zu erlernen oder sowas. Das geht dann viel, viel besser. Ja, natürlich ist Frankenhain für mich auch in erster Linie Familie. Und ich bin eigentlich sehr gerne hier, weil ich viele schöne Erinnerungen hier an das Biathlon-Zentrum habe in Frankenhain. Hier habe ich auch meine Träume entwickelt, später einmal vielleicht in Oberhof bei einer WM laufen zu dürfen. Die Strecke von Frankenhain nach Oberhof bin ich unzählige Male schon gefahren, die kenne ich in- und auswendig. Ich kann mich noch gut erinnern, als Kind hier hochzukommen. Das war schon immer überwältigend. Ein Riesenstadion, alles viel, viel größer als zu Hause. Dann sieht man vielleicht hier und da auch mal die arrivierten Athleten als Kind. Sowas motiviert natürlich auch. Dann gab es so einen Schlüsselmoment für mich, wo ich wirklich angefangen habe zu träumen. Das war die WM 2004. Da durfte ich hier Vorläufer sein. Das erste Mal vor hier vollen Rängen laufen, das war einfach überwältigend. Das war als Kind eine Riesensache und es hat mich richtig motiviert, härter noch an mir zu arbeiten. Und dieser Traum ist einfach entstanden. Ich möchte ein Sportgymnasium, ich möchte den Weg einschlagen, ich möchte Profi werden, Biathlon-Profi werden und ich möchte auch hier zu einer WM wieder am Start stehen. Ja, als ich das erfahren habe, habe ich natürlich erstmal hochgerechnet, wie alt bin ich da? Dachte mir, okay, 28, perfekt, bestes Alter, um Biathlon erfolgreich zu sein. Da bin ich dabei, da möchte ich in Topform sein, da möchte ich um Medaillen mitkämpfen. Herzlich willkommen, Philipp Hoch! Jetzt stehe ich hier, es hat nicht geklappt. Ich war leider nicht gut genug. Mir geht es soweit gut, es könnte natürlich besser sein. Ich würde lieber auf der anderen Seite der Strecke stehen, ganz klar. Aber so ist es eben im Leistungssport. Träumen tun die allermeisten und wirklich erreichen nur die allerwenigsten. Ich hatte das Glück, hier auch schon vor Zuschauern hochzulaufen. Es ist absolut Gänsehaut. Und ich glaube, jeder Sportler freut sich heute auf euch hier am Birkstieg. Also macht ordentlich Stimmung. Ich habe im Sommer sehr, sehr großes Vertrauen auf meinen Jahresplan, meinen Trainingsplan gehabt. Hey, David! Beim Namentagsschild. Die Erfolge haben mir natürlich recht gegeben. Es ging los mit dem Sommer-Biathlon-Weltmeister in Ruhpolding. Direkt die Woche drauf bin ich hier zweimal deutscher Meister geworden in Oberhof. Und natürlich denkt man dann, alles klar, ich bin voll im Plan. Ich fühle mich gut. Das Training hat gepasst soweit. Keine Krankheiten, keine Verletzungen. Der Winter kann kommen. Dann kam der Winter. Und ich musste gleich den ersten Rückschlag verkraften. Das war die Qualifikation für den Weltcup, die ich dann verpasst hatte. Ich bin vor 3 Jahren die komplette Weltcup-Saison mitgelaufen. Ich kenne das Gefühl, ich weiß, wie schön das ist, einfach Bestandteil des Teams zu sein und auch zu fühlen. Ich bin jetzt wirklich etabliert im Team. Und das war einfach das große Ziel, das dieses Jahr wieder zu schaffen, dieses Gefühl wieder zu bekommen. Dieses Ziel hat sich eigentlich schon fast mit der Qualifikation erledigt gehabt, weil ich genau wusste, okay, wir sind ein ziemlich homogenes Team. Es sind 4 Leute, die auf jeden Fall um die 2 verbleibenden Weltcup-Plätze streiten werden. Und höchstwahrscheinlich werde ich wieder dieser Fahrstuhlkandidat sein, der zwischen dem IBU-Cup und Weltcup hin und her pendelt. Das war die letzten 3 Jahre so. Ich denke mir dann immer, ich war als Kind schon ein Spätstarter, ich war immer einen Kopf kleiner als alle anderen. Ja, jetzt bin ich 28, vielleicht entwickle ich mich erst mit 29 so richtig. Und ich habe ja auch schon gezeigt, dass ich kann. Also es ist jetzt nicht so,
es ist jetzt keine grundlose Träumerei, sondern ich weiß ja, dass ich kann. Es ist auf jeden Fall extrem wertvoll, so einen starken Partner hinter sich zu haben. Ich meine, ich hatte jetzt 3 schwere Jahre eigentlich. Fissmann hat trotzdem immer gesagt, wir glauben an dich, wir bleiben an deiner Seite, das ist nicht selbstverständlich. Und das weiß ich extrem zu schätzen. Und das Gleiche ist natürlich auch mit Familie. Also zu Hause glauben alle an mich. Selbst wenn man selber mal ein Tief hat, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man das Umfeld drumherum hat, was an einen glaubt, was einen wieder aufbauen kann. Und das hat mir in der Vergangenheit auch schon oft geholfen. Ich hatte ja schon das Glück, hier in Obo vor vollen Zuschauerrängen laufen zu dürfen. Und es ist einfach ein überwältigendes Gefühl. Ja, hier wird alles voll sein am Wochenende, ja? Bin ich mir sicher. Ja. Wenn ich jetzt hier am Bürgsteig entlang gehe und sehe die Fans, wie begeistert sie einfach sind und wie lange die dann vor allen Dingen auch schon da ausharren, um dann endlich die Sportler zu sehen und da hochzupeitschen. Das bewegt mich schon und da freue ich mich einfach jetzt schon wieder drauf, wenn ich vielleicht hier auch wieder laufen darf vor vollen Rängen, weil das einfach ein unglaublich schönes Gefühl ist. Ja, mach mal. Gerade weil man auch weiß, viele Freunde, Familie, die meisten Freiwilligen helfen hier, sind aus meinem Verein. Also ich kenne hier wirklich viele Leute und dann ist es noch mal mehr besonders als vielleicht irgendwo anders auf der Welt. Ich hatte schon einige Rückschläge und ich glaube, das ist auch ziemlich normal im Leistungssport. Also man sieht im Fernsehen halt immer die glorreichen Sieger. Aber ich würde mal behaupten, 99% aller Athleten erleben einige Rückschläge im Leben oder in der sportlichen Karriere. Und das gehört auch dazu. Und ich glaube sogar, dass man da auch am meisten daraus lernt und dann vor allen Dingen stärker zurückkommen kann. Bei mir war auch so ein Schlüsselmoment. 2018 war ich komplett unzufrieden mit meiner Leistung. Mein Ziel war damals die EM, Europameisterschaft in Ritnauen. Ich hatte es eigentlich schon so gut wie verpasst. Und habe mir dann gesagt, okay, so geht es nicht weiter, ich muss jetzt irgendwas ändern. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, meine Leistung zu bringen. Bin dann durch mehr oder weniger Glück dabei gewesen bei der Europameisterschaft und konnte dann sogar eine Bronzemedaille im Einzel gewinnen. Und da habe ich so extrem viel draus gelernt aus diesen 3 Wochen, wo ich einfach komplett am Boden war, unmotiviert ohne Ende, dann irgendwo gedacht habe, das kann es nicht gewesen sein, ich habe mehr drauf, wieder Motivation gefunden, wieder härter an mir gearbeitet und dann halt diesen Schritt zu gehen und dann auch noch belohnt zu werden, das sind Sachen, die bringen einen wirklich weiter in der sportlichen Karriere. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt nicht aufgebe, weil ich die Erfahrung schon gemacht habe und genau weiß, das muss jetzt nicht das Ende gewesen sein. Ich vertraue in mich, ich vertraue in meine Leistungsfähigkeit. Und ich werde weiter hart arbeiten und dann aller spätestens nächstes Jahr werde ich zeigen, dass ich das besser kann, als ich bisher gemacht habe. Jeder Sportler träumt, glaube ich, von Olympischen Spielen. Bin ich 32, also glaube ich noch kein Biathlon-Oldie. Deswegen würde ich sagen, das ist auf jeden Fall das Ziel am Horizont, auf das ich hinarbeite.